Das Kleid der Heimat. Trachtenfotografie und visuelle Erinnerung der Wischwa an die Heimat nach 1945. Die Tracht als Kleidungsform besitzt als solche keine Bedeutung, sondern erhält sie erst durch politische, gesellschaftliche und kulturelle Zuschreibungen und Aneignung. Dabei sind die Möglichkeiten ihrer Rezeption vielfältig und zuweilen ambivalent. Nach Kriegsende und der Vertreibung von 1945-46 schwanden völkische und rassistische Zuschreibungen zur Wischauer Festtracht aus dem Bewusstsein der Trachtenträgerinnen und Trachtenträger. In der Bundesrepublik erhielt sie eine neue Bedeutung und Funktion als identitätsstiftendes, regional und ethnisch definiertes Kleid der Heimat. Zugleich übernahm sie eine Schlüsselfunktion in der Präsentation der Wischauer Dorfgemeinschaft, die sich nach 1945 aus einer ursprünglichen Dorfgemeinschaft und Volksgemeinschaft zu einer, nennen wir so, Heimatgemeinschaft entwickelte, nach außen. In der Ahlener Heimatstube sowie im Heimat- und Schubertmuseum der Pattenstadt wurde die Festtracht zum wichtigsten Präsentationsobjekt. Allerdings waren in der Wischauer Gemeinschaft in der Bundesrepublik nach 1945 wohl ähnliche Trends zu beobachten wie in der hiesigen Trachtenkultur. Die zeitgenössische Mode machte seit den 1950er Jahren der Tracht Konkurrenz. Erst in den 70er Jahren sollte die Tracht die oberen Sprachinseln wieder eine Renaissance erleben. Sie war nicht mehr mit dem Alltag, sondern wieder mit Fest und Ritual enger verbunden, auch wenn ihr die Mode weiterhin Konkurrenz machte und das Erscheinen in der Festtracht bei entsprechenden Anlässen nicht mehr verbindlich war. Einen vollständigen Wandel hin zum Kostüm als Ausdruck des Folklorismus und der Heimatdemonstrationskultur hat die Tracht der oberen Sprachinsel somit nicht vollzogen. Während die Aufnahmen von Trachtenträgern und Trachtenträgerinnen, die in der Zwischenkriegszeit, darunter in den Jahren der NS-Herrschaft entstanden waren, nach 1945 zumindest zeitweise aus Medien und Öffentlichkeit verschwanden, war es bei Otto Stibos ästhetisch qualitätsvollen Fotos der Trachtenträgerinnen und Trachtenträger nicht der Fall. Dazu trug nicht nur der Umstand bei, dass sie zu den Letzten gehörten, die Berufsfotografen in der Wischauer Sprachinsel vor der Vertreibung ihrer deutschen Bevölkerung gemacht hatten. Dazu trug ebenso bei, dass sie die obere Sprachinsel weiterhin in einem schönen Schein erscheinen ließen und eine typisierende und idealisierende Form aufwiesen. Dies prädestinierte sie dafür, zum visuellen Medium des identitätsstiftenden Heimat- und Erinnerungsdiskurses zu werden. Statt ihre suggestive Kraft zu verlieren, entwickelten sie diese erstaunlicherweise erst recht jetzt und wurden als Bilder der Heimat im Kontext dieses Diskurses neu kodiert und semantisch aktualisiert. Mit anderen Worten, Stibos Trachtenfotografien wurden zu Erinnerungsträgern, die Identität stifteten. Sie unterstützten die Verklärung der durch die Vertreibung verlorenen Heimat im Wischauer Heimatmythos sowie die emotionale Identifizierung damit. Bis in die Gegenwart prägen sie die visuelle Imagologie der Wischauer Sprachinsel und die Identität der Nachkommen ihrer einstigen Bewohner. Die Wischauer Gemeinschaft fasst Stibos Fotos als historische Quelle auf, die den authentischen Zustand der Tracht in der Zeit vor der Vertreibung dokumentierte. Insbesondere für die Kindergeneration der Bewohner der oberen Sprachinsel, die entweder nach der Mitte der 30er Jahre oder erst nach der Vertreibung geboren wurde und die Heimat ihrer Vorfahren, wie sie bis vor Kriegsende bestand, entweder nur noch vage in Erinnerung oder nie gesehen hatte, standen Stibos Bilder für die Realität der einstigen Sprachinsel. Dass ihr schöner Schein zugleich der schöne Schein des Dritten Reiches, seiner Volksgemeinschaft und des arischen Menschen war, dass sich dabei um eine Konstruktion der Wirklichkeit handelte, war den Trachtenträgern, insbesondere der jungen Generation, nicht mehr präsent.
So unterblieb auch ein historisch-kritischer Umgang mit diesen Fotoaufnahmen. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Festtracht der oberen Sprachinsel, die theoretisch und methodisch dem aktuellen Stand der Ethnographie entspricht, steht weiterhin aus. Dass Otto Stibos Fotos sich nach 1945 dieser Rezeption erfreuen konnten, war einem Umstand zu verdanken. Eine umfangreiche repräsentative Auswahl aus diesen Fotos erschien 1957 im Bildband »Hier waren wir einst zu Hause«, ein Bildband der Wischauer Sprachinsel beim Rohrer Verlag mit Sitz in Wiesbaden und Wien. Eine Einleitung hierfür verfasste der bereits erwähnte Josef Hanniker. Inzwischen war er Professor an der LMU München geworden und gilt heute als einer der wenigen, die nach 1945 die Sprachinselforschung aufrecht erhielten und durch neue Untersuchungen unter Flüchtlingen und Vertriebenen erweiterten. Nicht zuletzt auch aufgrund seiner engen Verbindung zur völkischen Ideologie und Volkstumspolitik kam dieser Forschungszweig in die Kritik und kam allmählich zum Erliegen. Das oben erwähnte Bild der beiden Wehrmachtsangehörigen mit einem Mädchen in Wischauer Tracht am Hofzaun wurde in die Fotoedition von 1957 allerdings nicht aufgenommen. Und Hanniker lieferte auch neue semantische Codes zu den Bildern, wobei er Stibos Aufnahme nicht als illustrative, sondern als dokumentarische ethnografische Fotografie behandelte. Bei den Darstellungen der Trachtenträgerinnen und Trachtenträger beschränkte er sich diesmal hauptsächlich auf eine neutrale und sachliche Nennung der jeweiligen Trachtenteile sowie die Beschreibung ihrer Funktion, der Bräuche und Rituale, in deren Kontext sie einzuordnen waren. Die beiden Fotos, die seinerzeit in der Zeitschrift Unsere Wehrmacht im Protektorat vom 2. Januar 1940 erschienen waren, fanden in den Fotoband ebenfalls Aufnahme. Allerdings wurden sie mit neuen Bildunterschriften versehen. Beim Bild der jungen Frau, das nun auf der Seite 55 zu sehen war, lautete die Unterschrift Mädchen im roten Leipzigschen Kopftuch, das die ältere Form des weißen Schleiertuchs Haptentüchel ablöste. Festliche Halbkrause. Bei dem Bild der jungen Männer in Schaftstiefel, nun auf der Seite 30, war zu lesen Burschen mit Röhrenschurchstiefel, roten kleingemusterten Samtwesten und grünen Samtkappen. Die Feut Hemd ist aus feiner pöllerischer oder pollerischer, das heißt schlesischer Leinwand mit blauen Riechel am Handgelenk. Das Mädchen ist gekleidet, wie es zum Teils geht. In den Klammern Lissowitz. Der Text ist somit im gleichen Sprachduktus gehalten wie der erste. Diese Bildbeschreibungen haben jedoch nicht nur einen ethnografischen Wert. Sie haben auch einen erinnerungspolitischen Wert, denn dadurch wurde ein Wissen über die Tracht an die Generation weitervermittelt, die weder im sozialen noch im kulturellen Kontext der Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel sozialisiert und verankert waren. Im Begleittext zur Veröffentlichung von 1957, in denen Hanniker die Kernthesen seiner seinerzeit in Zeitschrift Böhmen und Mähren erschienenen Beiträge wiederholte, versuchte er die Funktion der Wischauer Tracht nach 1945 neu zu bestimmen. Nach der Vertreibung sei die Tracht, so der Verfasser, kein Zeichen ständischer Zusammengehörigkeit mehr, vielmehr sei sie zum Instrument der Abgrenzung der Wischauer und Wischauer in der neuen Welt geworden, zugleich jedoch auch zum Zeichen der heimatlichen Zusammengehörigkeit, zum Symbol der verlorenen Heimat. Was die Wischauer Tracht vor 1945 anging, so betonte Hanniker jetzt allerdings viel stärker ihre ethnische Ausschlussfunktion. Da die Wischauerinnen und Wischauer ihre Tracht trugen, setzten sie sich von der tschechischen Umwelt ab. Otto Stibos Bilder, die im besagten Fotoband veröffentlicht wurden, hatten die Funktion der Festtracht der oberen Sprachinsel, wie Hanniker sie an dieser Stelle beschrieb, zu visualisieren. Veröffentlichungen wie Hier waren wir einst zu Hause trugen neben den vertriebenen politischen Anlässen, landsmannschaftlichen Medien und, wenn auch im geringeren Maße,
der musealen Präsentation zur Verankerung der Tracht der Oberer Sprachinsel als Gruppenkleid der Wischauer Sprachinsel in Westdeutschland nach 1945 bei. Abgesehen von Otto Stibors Bildern beschränkte sich das visuelle Repertoire der Erinnerungskultur der Oberen Sprachinsel auf Bildern aus privaten Fotoalben. Darin archiviert waren Aufnahmen von Berufs- wie von Hobbyfotografen. Auch diese Aufnahmen gehören zur illustrativen ethnografischen Fotografie. Auffallend ist, dass während anderswo seit den 30er Jahren immer weniger Frauen und Männer sich in Tracht fotografierten, waren es Wischauerinnen und Wischauer weiterhin, taten des Wischauerinnen und Wischauer weiterhin gerne. Dabei ist augenfällig, dass der Bildbestand zur Festtracht der Oberen Sprachinsel, gleich ob es sich um private oder öffentliche Fotografien handelt, zwischen 1945 und 1981 nicht nennenswert gewachsen ist. Eine repräsentative Auswahl aus der Zeit vor 1945 erschien in dem Band Bilder aus der Wischauer Sprachinsel, der 1981 von Elisabeth Blank und der Arbeitsgemeinschaft für die Wischauer Sprachinsel herausgegeben wurde. Der öffentlichen wie der privaten Fotografie kam dabei die Funktion von individuellen und kollektiven Erinnerungsträgern zu, die eine identitätsstiftende Funktion ausübten. Vielmehr sogar, sie wurden zur Ersatz und Erfindung der Erinnerung. Als solche gestalten sie das kollektive Gedächtnis der Wischauer Sprachgemeinschaft mit, die als ein kommunikativer Prozess vorzustellen ist. Ja, gerade dadurch wurde die Geschichte der Sprachinsel erst möglich, denn Erinnerung ist ein Medium der Geschichte. Dabei speichern die Fotografien nicht einfach Erinnerung, sondern sie lösen einen Erinnerungsprozess aus. Die ethnografische Fotografie wird dabei durch einen erinnerungspolitischen Diskurs sowie für öffentlich repräsentative Zwecke vereinnahmt. Über das erinnerungspolitische und öffentlich repräsentative Anliegen, das die Publikation verfolgte, gab das Geleitwort des damaligen ersten Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für die Wischauer Sprachinsel, Leo Kutscherauer, Auskunft. Zitat: Der neue Bildband soll nun informieren, dokumentieren und repräsentieren und die Erinnerung an unsere schöne Wischauer Sprachinsel immer wieder wachhalten. Als Zeitzeuge betonte und bestätigte Kutscherauer den Erfahrungs- und Realitätswert der Fotos im Band. Zitat: Es wurden Bilder berücksichtigt, die unsere Sprachinsel so zeigen, wie sie sich darbot, als wir in ihr lebten. Das Buch richtete sich sowohl an die Nachkommen der Wischauer als auch an die Bürger der Pattenstadt Ahlen, denen gezeigt werden sollte, Zitat, woher ihre Pattenkinder kommen und wer sie sind. Für sie und nicht für die Belange der ethnografischen Forschung erfolgte die Dokumentation der Geschichte, des Wirtschaftslebens, der Architektur, der Bräuche und der Trachten der Wischauer Sprachinsel. Der letzte Teil des Buches war der Wischauer Gemeinschaft nach 1945 gewidmet, wobei der regionale Schwerpunkt auf Ahlen gesetzt wurde. Anders als bei dem Fotoband mit den Aufnahmen von Otto Stibor von 1957 bilden die Grundlage der Publikation Texte, die hier genannten thematischen Schwerpunkte abdecken. Fotos und anderes Bildmaterial wie Karten haben die Funktion eines Illustrationsmaterials. Neben der bereits erwähnten Privatfotografien aus der Zeit vor 1945 gehören dazu auch öffentliche Fotos aus den Publikationen dieser Zeit, so Bilder von Berufsfotografen wie Otto Stibor, Postkarten sowie Schwarz-Weiß- und Farbfotos aus den 70er und beginnenden 80er Jahren. Eine genaue Grenzziehung zwischen privater und öffentlicher Fotografie ist allerdings nicht in jedem Fall möglich, da Angaben zur Provenienz der Fotos fehlen. Die Privatfotografien verlieren durch ihre Veröffentlichung ihre ursprüngliche Zweckbestimmung und werden zum Medium der öffentlichen Präsentation der Gemeinschaft.
Auch wenn die Fotos ethnografisch relevante Sachverhalte dokumentieren, ist ihre Nutzung als ethnografisches Quellenmaterial dadurch erschwert, dass bei einer Großzahl davon, insbesondere wenn sie aus der Zeit vor 1945 stammen, weder Ort und Datum der Aufnahme noch der Fotograf genannt werden. Die Zuordnung mindestens einer Aufnahme von Otto Stibor ist nur mit dem Hintergrundwissen über das Material der Veröffentlichung von 1957 möglich. Es handelt sich um die Aufnahme der Wallfahrt nach Nemtschan. Auf der Seite 94. Unsere lebendige Tracht, die wohl eine der schönsten Trachten im deutschen Sprachraum war, noch in ihrer ganzen Farbenpracht zeigen. Auch das war, folgt mal Leo Kutscherauer, ein Anliegen der Publikation. Der Abschnitt zum Thema Tracht steht gleich am Anfang des Hauptteils als vierter an der Reihe, nach zwei Abschnitten zur Geschichte der Wischauer Sprachinsel und dem Abschnitt zum Thema Sprache. Er umfasst Schwarz-Weiß-Fotos, die im Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ca. 1945 entstanden, sowie Farbfotos aus der Zeit um 1980. Trachtentragende in Alltags- und Festtracht sind auch in anderen Themenabschnitten des Buches zu finden. Im Textabschnitt zum Thema Tracht wird diese, wie bei Josef Haniger, weiterhin als ethnisch markiertes Gruppenkleid und Erkennungszeichen für die deutsche Bevölkerung der oberen Sprachinsel definiert, wodurch sie sich auch gegen ihre tschechischen Nachbarn abgegrenzt habe. Von der Wiege bis zu Bahre war die Tracht die ausschließliche Bekleidung bis zur Vertreibung 1946. Die gängige Mode, nach der auch die tschechischen Nachbarn gekleidet waren, bezeichnete man als böhmisch oder herrisch. Die eigene Art, sich zu kleiden, nannten die Sprachinsler Deutsch. Die aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannte und unter anderem im völkischen Diskurs zu finden der Opposition deutsche Tracht versus tschechische Mode, Bauerntracht versus Herrenkleidung, womit die Kleidung der Oberschichten gemeint war, überlebte somit im Trachtendiskurs der Wischauer Sprachinsel die Zeitmarke von 1945, auch wenn sie nur zur Beschreibung von historischen Trachtenphänomenen eingesetzt wurde. Ebenso betont wird im Band die Integrationsfunktion der Tracht hinsichtlich der Gemeinschaft. Zitat: Die Tracht band die Menschen fest an die Gemeinschaft und stärkte das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die einige Seiten weiter folgenden Ausführungen zur Tracht der unteren Sprachinsel sind wesentlich knapper gehalten, definieren die Kleidung der Männer als städtisch und beschränken sich auf knappe Angaben zur Festtracht der Frauen und ihrer Ähnlichkeit zur Tracht des slawischen Hanaken. Motive der Fotografien aus der Zeit vor 1945 waren häufig private Anlässe biografischer Art, wie Hochzeiten, Taufe, Kommunion, Einberufung zur Armee oder Beerdigung. Außerdem gab es Bilder oder Ereignisbezug. Darauf waren Ehepaare, Kinder und andere Familienangehörige zu sehen. Motive konnten auch Feste wie Kirchweih, Maiaustragen, Todesaustragen oder Feuerwehrfest sein, bei denen sich zwei oder drei Personen abbilden ließen. Eine weitere Gruppe bildeten Bilder aus dem Arbeitsalltag. Sofern es sich um private Fotografien handelt, wurden sie, so die Annahme, gemacht, um Personen und Ereignisse, die einem wichtig waren, in Erinnerung zu behalten. Für die historischen Fotos aus der Zeit vor 1945, die in die Veröffentlichung von 81 übernommen wurden, gilt dabei, dass sie hinsichtlich Bildsujet und Form, das heißt in ästhetischer Hinsicht, in der Tradition der ethnografischen Fotografie stehen, wie sie František Pospíšil pflegte. Die Überschneidungen sind augenfällig hinsichtlich des Menschenbildes und der Fotoästhetik. Die ethnografische Zugangsweise von Pospíšil kommt der erinnerungspolitischen Zielsetzung der Publikation von Blank zugute, da beide auf eine umfassende und detailbewusste visuelle Dokumentation angelegt sind. Trachtenträgerinnen und Trachtenträger auf diesen Bildern sind Durchschnittsmenschen ohne besondere Körperqualitäten und Alleinstellungsmerkmale. Die Fotos sind fast ausnahmslos in totale und halbtotale und aus Normalperspektive
aufgenommen. Die Lichtverhältnisse scheinen im Moment der Aufnahme nicht besonders gut zu sein. Manche Figuren waren verschwommen. Alltag und Ritual der traditionellen Gemeinschaft wurde nichtsdestotrotz in all seinen Facetten visuell erfasst, während die Trachtentragenden wiederholt eher im Hintergrund standen. Der Band von 1981 setzte den Akzent auf Fotos, in denen sich die Gemeinschaft der oberen Sprachinsel wiedererkennen konnte und auf denen von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen Gruppen von Einwohnern der oberen Sprachinsel in Alltags- und Festtracht zu sehen waren. Das Individuum war in Trachtentragenden wenig zu erkennen. Auch hier löste es sich häufig in der Gemeinschaft auf. Der Deindividualisierung auf der Ebene des Dargestellten entsprach dabei die drohende oder bereits erfolgte Deindividualisierung auf der Ebene der Rezeption. Sofern es sich um Privatfotografien handelt, hatten die darauf zu sehenden Personen ursprünglich mit Sicherheit eine persönliche Identität. Man wusste, wer dargestellt war, wie er hieß, wie alt er war, wo er wohnte. Durch den Verlust dieser Informationen und die Herausnahme der Fotos aus dem privaten Alben oder einem anderen Speicherort verloren die Trachtentragenden ihre persönliche Identität und wurden zu Wischauern schlechthin. Der Körper der Trachtentragenden war auf den Aufnahmen aus dem Band von 1981 kein Politikum mehr. Durch seine fehlende Idealisierung eröffneten sich Möglichkeiten für eine Differenzierung des Körperbildes der Wischauerinnen und Wischauer hinsichtlich ihres Alters, der Gesundheit und ihrer öffentlichen Präsentation in Tracht wie ohne. Wie einst Pospischil bei seinen Aufnahmen, so verfährt auch die Herausgeberin der Publikation von 1981 bei der Auswahl der Fotos, indem sie Fotos aus dem Arbeitsalltag in eine Quantität bringt, die jene Fotos übersteigt, die aus einem festlichen oder rituellen Anlass gemacht wurden. Was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist eine ländliche Leistungs- und Reproduktionsgemeinschaft. Männer wie Frauen haben ihren Anteil daran und dementsprechend sind sie auch auf den Fotos aus der Zeit vor 1945 gleichermaßen vertreten. Der Band verzichtet auf die Verabsolutierung der Festtracht der oberen Sprachinsel. Viele Personen auf den Fotos tragen die Arbeitstracht oder andere Kleidung, wobei es im letzten Fall auch nicht immer klar ist, ob es sich bei diesen Menschen tatsächlich um die Angehörigen der deutschen Minderheit oder ihre tschechischen Nachbarn handelt. Darüber hinaus sind in Blancks Publikation auch die Trachten der unteren Sprachinsel erhalten. Geht man davon aus, dass Personen auf Fotografien auch so erscheinen wollten, wie sie sich selbst sahen, so wäre der Umstand, dass sie auf Privatfotos Tracht tragen, ein indirekter Hinweis darauf, dass die Tracht für sie auch als private Kleidungsform eine Bedeutung hatte. Obwohl auch andere Motive, wie das Fehlen anderer Kleidung aufgrund des damit verbundenen finanziellen Aufwands, nicht von vornherein ausgeschlossen werden können. Auch auf den Fotos vor 1945 in Blancks Publikation ist Tracht ein Kleidungsstück, das über Jahre hinweg vielfach genutzt wurde. Eine Idealisierung der Tracht findet nicht statt. Bei den Farbfotografien der Trachten, die von Elisabeth Blank veröffentlicht wurden, handelte es sich um Aufnahmen zweierlei Art. Zum einen waren es Bilder von politischen Repräsentationsveranstaltungen wie der Unterzeichnung der Urkunde für die Patenschaftsübernahme der Stadt Aalen für die Wischauer Sprachinsel 1980. Die meisten Fotos dürften jedoch im Zusammenhang mit der Publikation entstanden sein. Die Fotografen waren sich der ethnografischen Bedeutung der dargestellten Objekte wie die Tracht wohl ebenso bewusst wie des Umstandes, dass sie für öffentliche Zwecke verwertet wurden. So handelt es sich bei diesem Fotobestand ebenfalls um eine öffentliche Variante der illustrativen ethnografischen Fotografie. Die Aufnahmen der Trachtentragenden, Männer wie Frauen, waren alle gestellt. Es handelte sich beim Großteil um Studienaufnahmen von Foto Bauer, Afa Hett und Foto Haller aus Aalen. Einige Farbbilder wurden im Aalener Museum von Leo Kutscherauer selber gemacht.
Im Vordergrund standen für den Fotografen Form und Ästhetik der Festtracht der Oberer Sprachinsel als Heimatkleid, das heißt abermals als regional und ethnisch definiertes Gruppenkleid. Bei den Trachtentragenden handelte es sich um junge Frauen, Männer und Kinder. Alte oder gebrechliche Personen fehlten auch diesmal gänzlich. Bei den Studioaufnahmen war der Hintergrund sachlich, neutral und steril gehalten, sodass die dargestellten Trachtentragenden und Einzelteile der Tracht in keinerlei Weise überdeckt, der Blick des Betrachters von der Festtracht abgelenkt wurde. Die dominierende Einstellung war die halbtotale. Dadurch gelang es dem Fotografen, die komplette Tracht auf ein Bild zu bringen. Der Körper der Trachtentragenden war dagegen weder akzentuiert noch dem Betrachter näher gerückt. Einstellungen wie halbnahe und nahe sind eine Ausnahme. Vorherrschend war die Normalperspektive, so wurden weder die Körperproportionen der Trachtentragenden noch die Proportionen der Festtracht und die Relationen zwischen ihren einzelnen Teilen verfälscht. Es handelte sich meist um Frontalaufnahmen und nur einige wenige Profil- und Rückenaufnahmen. Anders als František Pospíšil oder Otto Stibor machten die Allener Fotografen auch Detailaufnahmen von Teilen der Festtracht wie den Schürzenbändern, rheinischen Schürzenbindenriechen oder Schuhen Bogdan. Die Bildbeschreibungen trugen allgemeinen Charakter, definierten die Funktion einer ganzen Tracht je nach Altersgruppe, führten Bezeichnungen der Einzelteile der Tracht auf, erläuterten ihre Struktur, Schnitt und Farbe in Hochdeutsch und in der Mundart, machten jedoch weder grundlegend durchgehend Angaben zum Material, aus dem sie hergestellt waren, noch zum Herstellungsjahr bzw. zum Alter der Tracht. Die entsprechenden Lücken konnten durch den Text von Elisabeth Planck nur zum Teil geschlossen werden. So wurde auch die Beurteilung des jeweiligen historischen Zustandes der Tracht vor 1945 erschwert. Die Fotografen hielten die Trachtentragenden entweder auf Porträts oder auf Gruppenaufnahmen fest. Sie waren in diesen Gruppen arrangiert, sie repräsentierten jedoch keine traditionelle Bauerngemeinschaft der oberen Sprachinsel mehr, sondern traten nur für den Augenblick der Fotoaufnahme wieder gemeinsam auf. Die Identität und die Persönlichkeit der Trachtentragenden interessierte den Fotografen nicht. Diese fungierten auf den Fotos als Modelle, die die Festtracht trugen bzw. vor der Kamera demonstrierten. Als Individuum spielten sie keine Rolle. Weder waren die Trachtentragenden mit ihrem Namen ausgewiesen, noch ging ihr biografischer Bezug und somit ihre Zugehörigkeit zur Wischergemeinschaft aus den Bildbeschreibungen hervor. Hintergrundinformationen hierzu müssen erst noch eruiert werden. Von der regionalen und ethnischen Zugehörigkeit abgesehen, markierte sie die Tracht lediglich hinsichtlich ihrer Geschlechtszugehörigkeit, Alters und ihres Familienstatus, unverheiratet, im Braut-Bräutigam-Stand und verheiratet. Die Geschlechterrollen waren visuell kaum präsent. Das Foto mit der Patin und dem Täufling entspricht dem Bild der Frau als Mutter. Das Bild ist auf der Seite 28 zu sehen. Die Rolle des Mannes ist auf die des Bräutigams reduziert, auch als Vorwegnahme der nicht visualisierten Vaterrolle. Im Vordergrund steht jedoch auf den Bildern die Rolle der Männer und Frauen als Trachtentragende, die sie für das Moment der Fotoaufnahme übernahmen. Der visuelle Bezug der Tracht als Gruppenkleid zum Alltag und Ritual der traditionellen Gemeinschaft der oberen Sprachinsel blieb aus. Weder Arbeits- noch Festszenen waren auf den Fotos zu finden. Der Bezug dazu wird durch die Gegenstände hergestellt, die traditionell eine Alltags- oder Ritualfunktion erfüllten. Flechtkörbe, Blumen, Hochzeit und Brauttücher. Anstelle der visuellen Zeichen übernahmen vielfach auch die Bildbeschreibungen diese Funktion, indem sie erläuterten, dass auf dem Bild beispielsweise eine junge Frau in Brauttracht zu sehen war. Die Unsichtbarkeit der Alltags- und Festszenen auf den Farbfotos bedeutete zugleich, dass Heimat ausschließlich durch die Festtracht visualisiert wurde. Diese visuelle Lücke schlossen die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Zeit vor 1945, die ebenfalls im Band veröffentlicht wurden und Heimat als Raum visualisierten.